Mein lieben Littlefoot Larry, Freunde, guten Tag. Wir sind ja hier auf der Yacht nach Liebe angekommen. Das ist alles total schön. Den Purser haben wir kennengelernt. Die Dame, die die Durchsagen macht, haben wir auch kennengelernt. Hier sitzt, mal ganz kurz gucken. Lefty's Klavier. Ah, Lefty. Wer erinnert sich an Lefty's Piano? Das ist ja die Schmuddelbar, in der wir auch bei Reloaded gewesen sind. Wenn Lefty Klavier spielt, klingt das wie eine Jazz-Kombo. Cool, das ist ein cooler Lefty. Was haben wir hier? Wasserfall, aha. Die Farbe des Wasserfalls erinnert dich an Apfelsaftschorle. Wirklich? Mich erinnert das an was ganz anderes. Larry. Dann probier's doch mal. Ja, wie gesagt, ich wollte noch ein paar Dinge vorwegschicken, so wie das gelegentlich meine Art ist. Ich habe das Spiel damals gespielt. Ich glaube, es ist von was ist 94, 95, müsste ich nochmal nachgucken. Auf jeden Fall doch schon ein bisschen älter und deswegen ist es auch bei mir sehr, sehr lange her. Ich habe da noch Erinnerungen dran, aber die sind nur sehr begrenzt. Deswegen, wir werden hier auch ein bisschen knubbeln und tüfteln müssen. Das bleibt nicht aus. Deswegen, das Weitere habt ihr gesehen, da gibt es unten hier so ein paar Punkte. Damals wurden die Legendary-Spiele mit Punkten vergeben. Also es wurden Punkte für jede Aktion, die du gemacht hast. Die Punkte gab es dann Punkte. Und du konntest, glaube ich, bei den 999 irgendwas erreichen. Ich habe das wie gesagt, mehrfach durchgespielt, damals immer nach der Jagd nach Punkte. Ich habe, glaube ich, aber nie alle hingekriegt. Das ist auch nicht unser primäres Ziel. Unser primäres Ziel ist es, den Captain zu... Also mit dem Captain, unter dem Captain zu arbeiten, wie es in der letzten Stellenbeschreibung hieß. Können wir das jetzt hier mal für den benutzen? Andere. Wir können ja, das ist das Schöne. Andere heißt, wir können hier was eingeben. Mal gucken, ob er da was von nehmen will. Trink, trink, Brüderlein, trink. Nee, bist nicht mein Brüderlein. Trink, trink, Brüderlein, trink. So, und wenn wir jetzt hier rechts klicken, da haben wir den Boss-Key, denn wenn ich den jetzt drücke, ich weiß nicht, ob ich zurückkomme, sonst muss ich die Aufnahme nochmal starten, aber ich will's sehen. Aha. Tja, meine Leute, ich habe den Boss-Key gedrückt, das hätte ich nicht machen sollen, denn ich bin wirklich komplett rausgeflogen. Das war damals eine Schutzvorrichtung, wenn man im Büro gezockt hat und der Boss kam, flupp, drückte man die Taste. Ich glaube, im ersten und zweiten Teil wurden da irgendwelche Diagramme, Balkendiagramme, Tortendiagramme, irgendwas angezeigt, damit der Boss denkt, wir arbeiten fleißig, ne? Okay, ich werde das jetzt auch irgendwie nicht rausschneiden, denn das war realistisch, ne? Mein Boss ist zwar gerade nicht da, aber ich habe es einfach mal probiert. So, jetzt muss ich mal ganz kurz mal schauen. So, wir haben jetzt hier versucht, das Wasser zu drücken, das geht nicht. Aber wir gehen jetzt nochmal mit rechts drauf und wir wollen nochmal ins Inventory, wir wollen uns die Map anschauen. Denn wir wissen, irgendwo müssen wir hin, um den Kapitän zu, die Lounge. Genau, wir sollten in die Lounge, da erfahren wir jetzt, wie wir es klar kriegen, den Kapitän zu näher kennenzulernen. Sagen wir es mal so, da gehen wir jetzt mal hin, würde ich sagen, direkt, weil ich möchte das gerne wissen, denn wir, das ist, das, dann müssen wir unbedingt. Wir haben noch ein paar Sitzplätze da hinten. Ach egal, wenn Sie bis jetzt noch keinen Stuhl gefunden haben, bleiben Sie eben stehen. Ich bin sicher, Captain Sahl wird mit den Teilnehmern dieser Woche zufrieden sein. Wie Sie ja wissen, veranstaltet sie jede Woche einen kleinen Wettbewerb für die männlichen oder männerähnlichen Passagiere, den sie den Thais Liebhaberpreis nennt. Natürlich gibt es keine richtigen Pokale oder sowas. Nein, was sie gewinnen können, ist besser als Hardware. Einer von ihnen verbringt die nächste Woche mit einer Kreuzfahrt auf dem Kapitän. Das bedeutet, sie lädt sie zu einer einwöchigen Rundfahrt in ihre Kabine ein, wo jeder ihrer Wünsche erfüllt wird. Sie haben inzwischen alle ihre eigene Punktekarte bekommen. Darauf finden sie eine Liste von Wettbewerben, die der Computer für sie nach dem Zufallsprinzip ausgewählt hat. Keine Bange, niemand muss an allen Wettbewerben teilnehmen, das wären ja auch zu viele. Finden Sie nur die Wettbewerbe, die auf Ihrer Punktekarte vermerkt sind und gewinnen Sie! Der Mann mit der höchsten Gesamtpunktzahl gewinnt. Noch irgendwelche Fragen dazu? Noch irgendwelche Antworten? Sie dürfen anfangen. Hey, ich hab noch eine Frage! Ja, Sie da in dem interessanten Anzug? Was heißt das hier auf meiner Punktekarte? Jungfräulichkeit!
Ist das obligatorisch oder fakultativ? Das ist ein Scherz, Süße. Was ist los mit dir? Keinen Humor? Du bist doch nicht etwa ein eingeschleuster Spion der Regierung oder sowas, hä? Das ist doch lächerlich. Ach, wirklich? Ich werde dich im Auge behalten, Süßer. Ist doch nicht mein Fehler, wenn Sie keinen Scherz machen können. Ach, ja? Wart nur ab, bis wir mal endlich an der Macht sind. Das langt. Ich gehe jetzt. Alle anderen sind ja schon weg. Allerdings. In Ordnung. Weggetreten. Ist schon ein komischer Kerl? Achtung bitte, eine Durchsage. Albert, bitte sofort am Tauchbassin melden. Ende der Durchsage. Okay, also Albert muss ich beim Tauchbassin... Was sehe ich denn da? Da sehe ich, liebe Leute, das ist... Moment. Yeah, baby! Yeah! Yeah. Congratulations. Wir haben schon 3 von 32 gefunden. Also, na, das ist fast schon geschafft. Das ist so, okay, das ist also, alle sind schon weg. Die wollen alle den Kapitän. Das ist so, dann gucken wir uns jetzt hier mal um. Hier gibt es natürlich keine Boss-Hot-Kitas oder so. Wir gucken uns mal. Du hast ja schon gehört, dass hier dicke Kisten rumstehen. Aber... Aber was? So, wir gucken jetzt mal ganz kurz ins Inventory. Ah, da ist unsere Punktekarte. Können wir uns die mal ganz kurz angucken? Okay, wir müssen Poopsteak, auf dem Poopsteak müssen wir Hufeisen werfen. Wir müssen Krabs-Turnier machen. Das passt gut, denn wir sind alte Casino-Hasen. Wir müssen Bowling spielen, den Liebesmeister 2000 knacken. Kapitän die Kochmeisterschaft, bestgekleideter Mann. Moral ist durchgestrichen. Okay. Also das sind die Wettbewerbe, die wir klar machen müssen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Das ist übrigens Kapitän Tsai, wenn ich vorstellen darf. Ne? Und ja, wie komme ich wieder raus? Inventory. Ach, da komme ich wieder zurück. Okay, das heißt, wir gucken uns immer die Kanonen an. Das sind sehr stattliche Kanonen. Die sind falsch. Genau wie die Drinks. Die Drinks sind falsch. Die Drinks sind falsch. Können wir denn da mal benutzen? Können wir meine Kabinenschlüsselkarte benutzen? Benutze deinen Schlüssel, um dein Zimmer aufzuschließen. Ja, ja. Aber nicht hier. Ja. Was haben wir hier? Lautsprechertüren. Diese cleveren Türchen schließen sich, um die Lautsprecher der Durchsageanlage vor schlecht gezielten Bierflaschen zu schützen, die den jeweiligen Entertainer verfehlen. Okay, ehrlich über den Blues Brothers, ne? Und was haben wir hier? Du würdest ja gerne auf die Bühne gehen, aber du hast deine Kletterausrüstung vergessen. Ja, genau. Warum habe ich keine Kletterausrüstung dabei? Weil du keine Kletterausrüstung hast, vielleicht? Ach ja, stimmt ja. Das sind in der Tat triftige Gründe. Benutzen, nee, brauchen wir erstmal nicht. Das ist, da kommen wir wieder raus. Wenn der Pfeil übrigens ist, da kann man dann reingehen und hier kann man rausgehen. Also der Pfeil zeigt an, der Pfeil ist geil, das kennt ihr, ne? Und wir gehen dann mal einfach kurz gucken, wo wir da rauskommen. Ah, liebe Leute, guckt euch diese wunderbare Karte an. Diese Karte, ne, in den ganzen schönen Farben, hat es damals beim Spiel gegeben. Ich müsste jetzt gucken, wo ich mein Spiel habe, dann könnte ich euch irgendwann mein Original zeigen. Und kriegen wir hin. Das war tatsächlich so aufgebaut, dass das Spiel interaktiv war. Und das war einerseits sehr witzig, andererseits auch wirklich fatal. Und da waren also, sagen wir es mal so, die Gerüche hier wird jetzt schön nach Meeresbrise duften, wenn man das entsprechende, da waren so Duftknospen drauf, da musste man rubbeln mit dem Fingernagel oder so. Und dann verströmte der Duft und dann, ah, die Meeresbrise, wunderbar. Aber liebe Leute, es war ein Geruch dabei. Ich glaube, das war im Scheißhaus irgendwo, keine Ahnung. Und ich hab's freigerubbelt und ich hab eine Prise genommen. Und ohne Scheiß, Freunde, ich hätte fast gekotzt. Das war so disgusting, das war so ekelhaft, das war so... Boah! Also auch schöne Düfte dabei gewesen, ne? Wir werden noch ein paar Damen mit Kokosmilch angecremt sehen und dann roch man dann auch Kokos und so. Also das war schon echt eine super coole Idee mit der Sniff-Karte, ne? Geruchskarte. Und hier sehe ich ein Dildo. Yeah, baby! Yeah, baby! Yeah! Yeah. Yeah. Ja, wir haben 4 von 32, das finde ich gut. So, okay, das ist hier auch noch ein kleiner Dildo. Gucken wir uns mal an, dünne Statue. Wer hat denn diesem Ding den Namen Wo ist Dildo gegeben? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Was haben wir hier, ein Biber oder was ist das? Ein einäugiges Wiesel? Wiesel.
Ist wahrscheinlich im Showbusiness. Ja, bestimmt. Hätte ich als White Love Park 3 Besitzer eigentlich wissen müssen. Hier eine schöne Katze. Du hattest schon immer eine Schwäche für niedliche Muschikatzen. Okay, das ist natürlich richtig. Kommen wir hier noch? Hier können wir auch weiter. Okay, gehen wir da mal weiter. Du würdest wohl gerne wissen, was es hier hinten zu sehen gibt, wie? Ja. Oh. Sniffkarte, hast du die Sniffkarte? Ich muss mal gucken, ob ich die wirklich finde. Ich glaube, das ist mittlerweile, das ist alles verflogen, aber hier sehe ich als erstes mal ein Dildo, Leute. Yeah, baby! Oh, yeah, baby! Yeah! 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 Okay, mal gucken, ob wir dieses Spiel alle 32 Achtung, finden. Bitte, eine Durchsage. Hm? Axel hat den Nacktscrabble-Wettbewerb gewonnen. Wir gratulieren. Ja, das tun wir. Bitte der Durchsage. Okay, was haben wir hier? Nun gut. Wer war das? Wer hat diese Pflanze versaut? Ich weiß nicht. Wen haben wir denn hier? Rott. Dieser hübsche Matrose unterhält die ganzen Kinder auf dieser Kreuzfahrt. Das ist illegal, was der da drauf hat. Das, der kann auch keine Kinder. Das ist doch... Lass mal, wir reden mal mit dem. Können wir benutzen? Andere machen wir auch. Erstmal reden wir mit dem Typen. Wir müssen mit dem quatschen so. Und das ist immer wichtig, ne? Was machst du? Oh, ich bin der hübsche Matrose, der die ganzen Kinder auf dieser Kreuzfahrt unterhält. Aber ich habe hier noch nirgends auch nur ein einziges Kind gesehen. Aber nur, weil dieses Spiel für Kinder zu schmutzig ist. Dann hast du irgendwie deinen Job. Das hier sind schöne, das ist wirklich dezent. Dann können wir mal andere zerbrechen. Mach das nicht kaputt. Das könntest du später nochmal brauchen. Okay. Mach dir schicke Socken an. Das ist also in der Cannabis ein bisschen so. Das ist hochgehoben, kleiner. Das ist vom Feinsten. Was haben wir denn hier? Eine Schafstatue, okay? Die Kumquat-Pflanze ist ein immergrüner Busch mit wunderbaren, süß duftenden weißen Blüten. Er wird wegen seiner kleinen, gelblich-orangen Zitrusfrüchte angebaut, die üblicherweise frisch verzehrt werden oder eingelegt. Allerdings sehr selten in Kisch. Und das hier ist der erste Kumquat-Strauch, den du siehst, der in Schafform zurechtgestutzt wurde. Sag das mal schnell hintereinander. Schafform, Schafform, Schafform. Schafform, 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 Schafform. So, gucken wir uns mal, können wir die Kumquats vielleicht uns mal ausleihen? Ah, du schnappst dir eine delikate Kumquat vom Baum. Wie sehr wünschst du dir jetzt ein Essen-Icon zum Anklicken, damit du sie probieren kannst? Aber warte mal, mit dieser neuen Steuerung geht das ja sogar. Ja, das geht mit Sicherheit. Warum hast du denn gerade die Eier weggerissen? Das ist unglaublich. Können wir die nochmal nehmen? Mhm. Okay, pass mal auf Inventar. Können wir das tatsächlich mal essen? Keine Chance. Sie sind noch grün. Ach, sie sind noch grün. Okay, das ist natürlich einzusehen. Dann wollen wir uns natürlich nichts wegholen. Dann gehen wir mal hier weiter. Hier, pass mal auf, du passt schön hier auf was weiß ich was auf und wir gehen mal weiter. Larry? Damals auf jeden Fall drauf. Was haben wir hier? Das ist irgendwie... Okay, jedes bessere Schiff hat Pflanzen, die in Tierform zurechtgestutzt sind. Aber eine Gans? Naja, ist das wie ein Biber oder was ist das? Biber, get a Biber. Oh Mann, noch ein Biber, Witz. Also, kennst du den, wo die beiden Biber Fahrrad fahren? Oh nein, nicht schon wieder. Oh schade, du kennst mich nicht. Okay, was ich hier sehe, liebe Leute. Yeah, baby! Yeah, baby! Yeah. Okay, 6 Stück haben wir schon gefunden. Cool. Am Anfang findet man ihn noch relativ leicht. Hinterher wird das doch schon ein bisschen schwieriger. Was haben wir denn hier? Wasserschlauchkasten. Auf einem kleinen Tisch steht, nur im Brandfall öffnen. Okay, pass mal auf, Schwester. Du machst ja einen ziemlichen Krach, Alter. Alarm aus. Okay, pass mal auf. Peggy ist die übelriechende, übellaunige und übelredende Matrosin des Schiffes. Weil sie in ihrer Jugend entschieden zu viele Piratenfilme gesehen hat, hält sie sich für einen alten Seebären. Sie kann sogar ihr Holzbein mit den verschiedensten Geräten der Hausmeisterbranche aus- und aufrüsten. Das ist super, das Ding ist höllisch laut. So, pass mal auf, Peggy Baby. Entschuldigen Sie, kann ich Sie für einen Moment stören? Diese Salzluft verrostet mir noch den
Drecksockel für mein scheiß Holzbein. Ich heiße Larry. Larry Leffer. Ich bin die Peggy. Habe ich schon gesagt, dass diese verfluchte, salzige Luft mir den Stecksockel für mein... Ja, ist schon gut. Danke sehr. Deswegen muss sie ja noch lange nicht so überheblich werden, sag... Ist sie nicht wunderschön? Peggy? Peggy Bundy? Sie haben einen wunderschönen Namen, Miss Peggy. Ach, findest du? Meine verfluchte Mutter hat mich Margaret genannt. Du Lutscher. Sieh mal, das Piepen tut weh in den Ohren. Kannst du ein bisschen vernünftig reden? Da schauen Kinder zu. Toddy. Wie hast du eigentlich dein Bein verloren, Peggy? In einem Unfall, so war das. Eines Tages mischte ich aus Versehen Esso-Gel mit Deo-Spray zusammen. Und es gab eine mörderische Kontaktexplosion. Sexualgleitcreme? Deo-Spray? Und dabei hast du dein Bein verloren? Sagen wir mal, ich hab's mir nicht gerade in meine Schnitzelhöhlen gesprüht. Okay, du Arsch. Oh, okay. Keine weiteren Details, bitte. Meine Schwester, das Fluchen ist ja ganz nett, wenn es nicht weggepiept wäre, weil das Piepen tut weh. Insofern, pass mal auf, Toddy. Reiß dich mal ein bisschen zusammen, sonst gibt das Maker for Moisture. Liegt das jetzt an mir oder fluchst du ziemlich viel? Fluchen? Blödsinn, du Shit. Das ist meine Grundstuhlbildung. Meinst du nicht vielleicht Grundschulbildung? Nein, du Wick. Ich meine, ich hab so viel Scheiße in mir. Die kommt schon am Mund raus. Das ist also eine Grundstuhlbildung. Liebe Leute, wir haben mal wieder mal einen Lehrauftrag in diesem Let's Play. Da habt ihr was gelernt, jetzt wisst ihr, was eine Grundstuhlbildung ist. Ne? Das ist, I don't know, Baby, wie sieht's denn aus? Du bist wunderschön, dass das... Nein! Okay, er möchte nicht. Also das ist Bordwettkämpfe. Peggy, Baby, pass mal auf hier. Miss Peggy, können Sie mir bei diesen Wettbewerben helfen? Dir helfen? Zur Hölle nein! Jungs wie du sabbern doch dauernd über diesen versuchten Liebesmeister. Und jetzt rat mal, wer die Witte wegwischen darf. Ja, die gute olle Peggy, die macht das. Ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich mit meinem Holzbein schon in diesem Abfluss hängen geblieben bin. Okay, das ist. Peggys Vorderseite. Nein, oh, das kann ich doch nicht vorlesen. Doch. Nee, das geht nicht. L. Nein. L, lies vor. Doch. Das kann ich mir nicht leisten. Mach das, das muss ein anderer machen. Hör mal. Lies. Die haben es nicht vorgelesen. Müssen wir hier den schönen Mund? Nicht viele Frauen sind Manns genug, sich mit 3-Tage-Bart zu zeigen. Tja, das kann nicht jeder. Schöne Augenklappe, ist die Schwester. Das eine gute Auge reicht Peggy völlig aus. Jetzt ein schönes Tattoo, das ist ein Haar. Peggy ist die übelriechende, übellaunige und übelredende Matrosin des Schiffs. Weil sie in ihrer Jugend entschieden zu viele Piratenfilme gesehen hat, hält sie sich für einen alten Seebären. Sie kann sogar ihr Holzbein mit den verschiedensten Geräten der Hausmeisterbranche aus- und aufrüsten. Das habe ich nochmal durchlaufen lassen, weil das eben ein bisschen laut war. Ist das hier eine schöne Warze? Das Gesicht haben wir schon. Was ist das hier? Peggy, machen wir andere. Machen wir mal. Mal gucken, ob er das kennt. Behalte deine Griffel bei dir. Okay, er kannte es tatsächlich so. Peggy, das ist. Ja, pass mal auf, dann gehen wir jetzt mal. Wir sehen uns später, Miss Peggy. War mir ein verfluchtes Vergnügen, du Schreck. Der Krach ist doch unerträglich, was haben wir hier? Eine Durchsage. Dieses Rad hat gerade mit einem neuen Spitzenrekord den Wettbewerb im Nackcurling gewonnen. Ich weiß bloß nicht welchen. Okay, irgendwer hat Nackcurling gewonnen durch diese Scheißmaschine, hört man kaum was. So, wir sind jetzt wieder hier und das ist ganz schrecklich und Peggy, also ich bin verliebt, das kann man so sagen. Hier die Sniffkarte, ich muss mal gucken, ob ich irgendwann die Sniffkarte nochmal finde. Ich sage es erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, ich weiß es nicht durch die Boski, wie viel ich Zeit verloren ich habe. Ich weiß, das, alles ganz schrecklich mit dem Boski, ne? Aber wie gesagt, ne, könnt ihr also ein Büro beruhigt spielen, wenn ihr den Boski drückt, seid ihr draußen, Leute.
Liebe Leute, wir sind jetzt auch draußen, weil Zeit zu Ende. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und Follower, wie gehabt in diesem Sinne. Ab in die Rinne, Freunde. Haltet euch vergessen. Ciao, ciao, sagt euren Speakend Leisure Sweet Larry 45.